Mittagszeit bei Familie Gund in Sandhausen. Ansehen tut man es Christiane Gund so gut wie gar nicht. Aber die Folgen ihrer Corona-Impfung vor über 2 Jahren bestimmen immer noch ihren Alltag. Ich kann bestimmte Sachen einfach nicht. Ich habe Tage, da geht es mir nicht gut. Ich habe Tage, da kann ich nicht mal, könnte ich nicht mal aufstehen und mache das nur für meinen Beruf, für meine Kinder. Da musst du hin, weil ich muss hier aufpassen mit dem Kopf. Das geht nicht. So, genau. Verletzen sollte sie sich nicht, weil sie Blutverdünner nimmt. Schwer heben kann sie nicht. Ihre 3 Töchter und ihr Mann Michael, alle müssen mit anpacken. Ihre Erkrankung habe die Familie zusammengeschweißt. Alle sind einfach nur froh, dass sie überlebt hat. Ja, du lebst. Ja, das hätte ganz anders ausgehen können, weil die ersten 2 Wochen wusste man nicht, ob sie es überlebt. Also es war schon alles ziemlich dramatisch. Anfang 2021 wurde Christiane Gund geimpft mit AstraZeneca. Hat eine schwere Impfreaktion, eine Hirnvenenthrombose. Sie muss notoperiert werden. Die Ärzte müssen einen Teil der Schädeldecke entfernen, um den Druck vom Hirn zu mildern. Das hat ihr das Leben gerettet. Seitdem kämpft sie sich zurück. Aber gerade an Ostern noch ein schwerer epileptischer Anfall. Ich bin im Rettungswagen zu mir gekommen. Mehr weiß ich dann da nicht mehr. Und das dauert ewig. Ich habe fast jetzt 2 Wochen gebraucht, um wieder einigermaßen wieder normal mich zu fühlen. Die ersten 2,5 Tage habe ich nur geschlafen und mir hat alles wehgetan. Ja, das ist wirklich wie Marathonlaufen und ich laufe keinen Marathon normal. Autofahren dürfte sie deshalb erstmal nicht. Und auch arbeiten könne sie nur sehr wenig. Ich bin Physiotherapeutin mit Herz. Ich will ja meine Patienten gut versorgen und jetzt durch den epileptischen Anfall wieder alles absagen zu müssen, denen wieder sagen zu müssen, ich kann nicht arbeiten, ist für mich wie die Strafe Gottes sozusagen. Für mich ist das total schlimm. Christiane Gund ist selbstständig. Die Kosten für Miete und Kredite laufen weiter, auch bei Verdienstausfall. Ihr Impfschaden ist von den Versorgungsbehörden offiziell anerkannt. Sie bekomme zwar eine kleine Rente, die decke aber bei weitem nicht ihre Kosten durch den Impfschaden ab. Und seit 2 Jahren laufe sie Behörden und Krankenkasse nur hinterher. Extrem anstrengend. Ich habe keine Lust mehr, ich mag nicht mehr. Eigentlich will man es abschließen, man will es beendet haben. Ich will nicht mehr. Ich will meine Ruhe. Ich will leben und ich bin, wie gesagt, nur am Ausfüllen. Man hat keine Kraft mehr. Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen. Eindeutige Zahlen dazu gibt es keine. Experten schätzen, dass vielleicht 0,02 bis 0,03% der Geimpften betroffen sind. In Baden-Württemberg wären das bei über 8 Millionen Geimpften ca. 1.700 bis 2.500 Menschen. Auch Tamara und Anais zählen sich dazu. Sie hätten das sogenannte Post-Vax-Syndrom, also verschiedene Krankheitssymptome, die nach einer Impfung auftreten. Eine klare Krankheitsdefinition dafür gibt es nicht. Häufige Symptome: chronische Ermüdung, Konzentrationsschwierigkeiten, Blutdruckschwankungen, Sehstörungen, Kopfschmerzen und Herzrasen. Tamara hat dafür in Tübingen eine der ersten Selbsthilfegruppen im Land gegründet. Diese Gruppe ist entstanden aus purer Verzweiflung, weil kein Arzt geholfen hat, keine Anlaufstelle geholfen hat, keine Behörde geholfen hat, weil wir alle alleine waren. Wenn man früher mal der Verdiener war und dann quasi das Geld nicht mehr heimbringen kann, aber erziehen kann man auch nicht unbedingt richtig. Ich habe zu meiner Frau mal gesagt, ich bin ja nicht mal der Hausmann, weil selbst den Hausmann kriege ich ja nicht hin. Man hat jetzt festgestellt, dass mein Körper, meine Leber, mein Herz und mein Magen angreift. Ich meine, jetzt bin ich seit 1,5 Jahren, lebe ich irgendwie noch vor mich hin. Aber es ist die Frage, kriege ich die Einschulung meiner Tochter noch mit? Die sogenannten unerwünschten Nebenwirkungen der Impfung seien ihnen von Medizinern bescheinigt worden. Dennoch keine wirkliche finanzielle Unterstützung. Bei den Versorgungsbehörden sei niemandem aus der Gruppe ein Impfschaden anerkannt worden. In meinem Fall wurde es abgelehnt mit der Begründung, es gäbe weltweit keine Nebenwirkungen. Es gibt allein in der Zulassungsstudie Nebenwirkungen, aber es wurde einfach abgeschmettert. Sie fühlen sich alleingelassen, auch von der Politik. Dabei hatte gerade die Regierung massiv zum Impfen aufgerufen. Und deswegen nochmal der dringende Appell an alle, lassen Sie sich bitte impfen. Das ist das scharfe Schwert gegen die Pandemie. Gehen Sie impfen, gehen Sie impfen, gehen Sie impfen. Es sind zu wenig Menschen geimpft
Und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Durch die Impfung seien viele schwere Erkrankungen vermieden worden, heißt es vom Gesundheitsminister. Leider gäbe es bei Impfungen generell aber auch immer wieder Nebenwirkungen. Natürlich hatten wir ja in den letzten Jahren keine Ära, wo so viele Millionen Impfungen waren. Es sind Einzelfälle, die natürlich persönlich sehr, sehr auch für die Betroffenen sehr belastend sind. Aber wir lassen die Menschen nicht im Stich. Die Betroffenen sagen, davon merken sie nichts. Zahlreiche Hausärzte seien mit der Krankheit überfordert. Viele Behandlungen müssten sie selbst zahlen. Und sie selbst hätten auch Politiker angeschrieben und nie eine Antwort bekommen. Das Krankheitsbild post-vac im Moment wird nicht anerkannt. Und damit haben wir nicht nur die Ausgrenzung in Familien, in der Gesellschaft, medizinisch bei Ärzten, sondern wir haben sie jetzt eben auch in unserer Versorgung. Und da wird es existenziell für uns. Sie fordern mehr zentrale Anlaufstellen für ihre Krankheit. Spezialambulanzen gibt es bisher vor allem in Berlin und Marburg mit tausenden Patienten auf der Warteliste. Ich halte nichts davon, grundsätzlich irgendwo ein Marburg, ein Berlin, klar, die haben Schwerpunkte, die haben schon länger daran geschafft, sondern dass wir die Kompetenz flächendeckend ausweisen. Und ja, Betroffenen, Selbsthilfegruppe erlebt es immer, dass ihr spezieller Fall häufig schwierig ist, das stimmt. Aber eben drum haben wir den Ansatz, dass wir in der Fläche für die Menschen ansprechbar sind. In der Uniklinik Ulm werden neben Post-Covid-Patienten auch Post-Vac-Patienten aufgenommen und behandelt. Die Kapazitäten aber begrenzt. Wir haben eine unendliche Warteliste, werden der Sache nicht gerecht eigentlich. Und ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn mir Menschen ihre Leidensgeschichte mit E-Mail schildern. Das ist wirklich schlimm. Er geht davon aus, dass noch deutlich mehr Menschen nach der Impfung schwere Probleme haben, als von vielen angenommen. Das Land habe zwar Geld in die Forschung gesteckt, aber die Kliniken bräuchten mehr Ressourcen, mehr Personal. Und es brauche eine umfassendere Kostenerstattung für die Behandlung durch die Krankenkassen. Dann könne man dem Patienten besser helfen. Das Erste, was wir leisten können, ist, dass wir den Patienten glauben, sie annehmen und das Zweite ist, dass wir die Symptome entsprechenden Diagnosen zuordnen. Das heißt, wir haben ja viele Organsysteme, die betroffen sind und wir müssen das ordnen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Für die Betroffenen sei der Leidensdruck erheblich. Tamara und Anais würden sich deshalb wünschen, dass ihnen nicht mehr so viele Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie schon mit der Krankheit leben müssen. Denn noch ist unklar, ob sie irgendwann geheilt werden können.